wunderschönes Tier, oder? Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Bienen zuhause da überhaupt nicht einverstanden sind mit mir. Weil sehr viele Leute haben sehr viel Angst vor Spinnen, wie hier der Sophie. Mhm. Gell, Katrin? Nie im Leben würde ich so eine Spinne anlangen. Ich habe das noch nie können, seit 30 Jahren. Ja, aber in den nächsten 35 Minuten soll sich das ändern. Ich würde es gerne können, weil ich dann nie mehr Nachbarn rausschälen muss, wegen Spinnen in der Stube. Aber ich bezweifle stark, dass ich jemals eine Spinne streicheln wie du. Wir probieren es trotzdem. Guten Abend und recht herzlich willkommen zu einem Einstein-Spezial über Spinnen. Ein Haus voll Spinnen. Englische Forscher haben das Gebäude präpariert, um das Leben der Spinnen zu dokumentieren. Im Esszimmer, im Keller, im Bad. Wir zeigen, warum die Hausspinne die Badwanne liebt, aber selber nicht mehr rauskommt. Und wie die Wasserratte unter Wasser überlebt. Meisterwerk Spinnennetz. Wie es gebaut wird und was man über die Spinnenseide weiss. Ein Material, das die Insekten förmlich anzücht. Die dunkle Seite der Spinnenwelt, wie sie jagen und was sie fressen. Von der langen Türen bis hin zu den kleinen, mit mächtig Dampf in den Beinen. Schau, nur ein bisschen streicheln. Sie ist ganz weich. Nein. Hä? Nein, vergiss es. Kannst du ein bisschen weiter weg? Ah, ja, klar. Bei den Tierbüchern konnte ich nicht einmal die Seite anlangen, wenn so richtig dicke Spinnen drauf war. Und ich habe als Kind, etwa in den 80er Jahren, den Horrorfilm gesehen, Arachnophobia. Und seither habe ich Schiss. Aber ich glaube, ich habe auch eine riesige Fantasie und ziehe einfach auch riesige Beine. Aber es gibt einen Mann, der einem die Spinnenangst nehmen kann. Er ist Spinnenspezialist beim Zoo Zürich, Samuel Furrer. Sie geben extra Seminar, um die Leute von ihren Ängsten zu erlösen. Mhm. Wir haben 34 Minuten. Ist das realistisch? Das ist nicht wirklich realistisch, nein. Aber wir probieren es. Ja. Wir schauen mal, was drin liegt. Unsere Seminare die sind darauf aufgebaut, dass man sich konfrontiert mit der Angst und merkt, was abläuft und dass man sich immer näher probiert anzunähern. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Also ich finde, ich bin schon recht näher. Und ich bediene ja irgendwie auch ein bisschen das Klischee, oder? Frau, super, hat Schiss vor Spinnen. In der Regel ist es so, auch bei unseren Seminaren, ja, dass wir 90%, 95% Frauen haben. Ja, aber wir haben auch mit Männern in diesem Seminar, die genauso Angst haben oder sogar noch stärker wie Frauen. Was haben wir alles vor heute Abend? Wir haben vor, dass wir die Spinnen ein bisschen kennenlernen. Schauen, was das für Tiere sind. Weil häufig, natürlich, wenn man so Angst hat, dann schließt man das Ganze aus und kann sich nicht konfrontieren. Dann hat man sein Angstbild oder Feindbild. Und das möchte ich ein bisschen aufbrechen. Und etwas auch von der Faszination, die mich schon immer gepackt hat, vielleicht auch ein bisschen übergeben. Und dann müssen wir schauen, dass wir uns annähern können, schrittweise, mit dem Ziel, dass wir zuletzt Sophie auf der Hand haben. Ich finde die Vorstellung immer wichtig, ein gutes Kennenlernen. Wer sind die beiden? Wir haben ja nicht nur Sophie. Genau. Wir haben auch Fridolin, eine Hausspinne. Wahrscheinlich die Spinnenart, wo die meisten Leute davor Angst haben, weil sie halt sehr häufig ist, weil sie sich ein bisschen schneller bewegt. Ihn schauen wir sicher auch genauer an und haben die Möglichkeit, ihn auch zuletzt auf der Hand zu haben. Und er zappelt also schon freudig. Ich sehe es, ich habe viel mehr Angst vor ihm als vor den Sophie-Fans. Ja, der Fridolin, also das ist wahrscheinlich der Klassiker, den viele von uns daheim haben. Der hat der Herr Furrer daheim hinter den Sommerpneu gefunden. Es ist ja schon so, dass man noch so sauber putzen kann und Ordnung hat. Das nützt nichts. Es ist einfach jedes Haus ein Spinnenhaus. Und da gibt es vor allem einen Raum, wo sie sich sehr wohl fühlen. Nämlich im Badezimmer, dem feuchtesten Ort im Haus. Moderne Häuser sind wegen ihrer Zentralheizung oft sehr trocken. Auch wenn diese Hausspinnen hier über längere Zeit ganz ohne Wasser auskommen können, irgendwann müssen auch sie trinken. Vermutlich haben sie noch nie eine Spinne beim Trinken beobachtet. Spinnen haben einen Saugmagen. Sie erzeugen Unterdruck, um Flüssiges durch ihr winziges Maul in den Magen aufzunehmen. Etwas Alltägliches und doch kaum je beobachtet.
Spinnen können auf ganz unterschiedliche Oberflächen krabbeln. Kaum ein Gegenstand, den sie nicht in Beschlag nehmen. Und eine Badewanne lockt sie an, weil sie darin Wasser vermuten. Was aber passiert, wenn man eine Spinne einfach den Abfluss hinunterspült? Dieser Frage wollten der Zoologe Tim Cockerill und der Insektenzüchter Graham Smith in einem Experiment nachgehen. Dazu präparieren sie ein Waschbecken mit einem transparenten Siphon, um zu schauen, welch tollen Trick die Spinne auf Lager hat, wenn sie zu viel Wasser erwischt. Do you want to say when? That'll do it. Right. Sollen wir die hier nehmen? Oh, da fliegt gerade die Essen davon. Naja, es ist eine Hausspinne. Sie ist hier in diesem Röhrennetz. Oh, das ist ein erwachsenes Männchen. Genau, ein hübsches. Also, was passiert, wenn ich sie ins Wasser werfe? Schwimmt sie oder geht sie unter? Wow, look at that! Spinnen können ihr Gewicht über ihre langen Beine so verteilen, dass sie die Oberflächenspannung des Wassers nicht aufbrechen. Und sie können so auf dem Wasser gehen. Zusätzlich schützen ihre Härchen sie vor dem Ertrinken. Denn sind sie mal kurzzeitig unter Wasser, erzeugen diese Härchen eine Luftschicht über der Haut. Dadurch wird die Spinne niemals wirklich nass. Und was passiert nun beim Runterspülen? 3, 2, 1, pull the plug. Oh, one spider. There he goes. Oh. Selbst wenn die Spinne komplett unter Wasser ist, kann sie atmen durch die in ihren Härchen gefangenen Luftbläschen. Auf diese Weise können einzelne Spinnenarten selbst Stunden unter Wasser überleben. Die Spinne hat das Experiment bestens überstanden. Und man sieht kaum einen Tropfen Wasser auf ihrer Haut. Aber wäre das in Wirklichkeit zu Hause auch so? Nein, eine Spinne runterspülen ist eine schlechte Idee. Denn unsere Leitungen sind voller Seife und Reinigungsmittel und diese zerstören die Oberflächenspannung des Wassers. Die Spinne hätte keine Chance, ihren Trick anzuwenden. Darum nie eine Spinne runterspülen. Es ist ihr sicherer Tod. Also das Beste, das Sie tun können, wenn Sie eine Spinne in Ihrem Badezimmer finden, fangen Sie sie mit einem Becher ein und bringen Sie sie nach draußen. Viele Spinnen haben faszinierende Strategien entwickelt, mit Wasser umzugehen. Aber es gibt eine Art, die sich das Wasser sogar zu ihrem Element gemacht hat. Die Wasserspinne. Sie kann schwimmen wie ein Fisch. Sie isst, schläft und gebärt sogar unter Wasser. Die Wasserspinne hat einen eigenen Taucheranzug. Ihr gesamtes Hinterteil ist in einem Kokon aus Luft eingefasst. Wenn der Sauerstoff in ihrem Taucheranzug mal verbraucht ist, reckt sie rasch das Hinterteil über die Oberfläche und nimmt sich ein neues Luftkissen mit. Sie kann Stunden, ja sogar Tage unter Wasser bleiben. Das funktioniert so gut, dass Wasserspinnen fast überall auf der Welt vorkommen können. Eine einzigartige Spinne in der Tierwelt. Eine simple Badewanne kann aber auch zur tödlichen Falle werden. Die Hausspinne zum Beispiel kann nicht gut klettern, besonders nicht auf glatten Oberflächen. Denn dafür ist die Hausspinne nicht geeignet. Die zwei kleinen Häkchen an jedem Fußende sind perfekt, um sich an den Fäden ihres Netzes einzuklinken. Aber denkbar ungeeignet für steile, glatte Flächen. Eine Hausspinne kommt also alleine nicht mehr aus der Wanne. Die Hausspinne ist keine sehr gute Kletterin, ganz im Gegensatz dazu Sophie. Herr Fuhrer, was hat denn Sophie, was eine Hausspinne nicht hat?
Also sie hat ganz, ganz viele Haare. Am Endteil eigentlich vom Bein, den Füßchen quasi. Tausende von Hörli, die noch einmal aufgefiedelt sind. Und das gibt ganz, ganz viele Kontaktpunkte. Und durch so die Wanderwalskräfte, so Anziehungskräfte, die dann herrschen, lenkt das eigentlich, dass sich jetzt Sophie an dem glatten Glas kann heben und sich auch kann fortbewegen, wenn sie das möchte. Ich komme mal mit der Lampe. Jetzt das langsam aufstellen. Genau. Ja, sie hebt, während wir gesehen haben, vorher auch der Fridolin im Glas rein. Voilà, man kann sich auch bewegen. Oder Spinnen in der Badwanne. Glas kommt natürlich nicht vor, aber ganz glatte Baumstämme oder einen ganz glatten Fels zum Beispiel. Jetzt kann sie, sieht man, wie das funktioniert. Sie geht sogar auch mit sechs oder noch weniger Beinen reicht schon, dass sie sich da fortbewegen kann. Und die Hörli an den Füßen sind das eine, aber sehr zentral sind auch die Hörli an ihrem ganzen Körper. Für was braucht sie die? Also wir haben vorher gesehen, im Wasser sind sie ein Schutz. Was haben sie sonst noch für eine Funktion? Also bei Vogelspinnen ist das auch eine Funktion von der Abwehr. Wenn sie angegriffen werden in der Natur von einem Nasenbär oder so, dann, wenn sie sich nicht verstecken können, fangen sie an mit den Hinterbeinen die Brönnhörli abschaben. Das sind ganz feine Hörli, die dann wie Staub natürlich umwirbeln und in einem Angriff dann auch in die Augen oder in die Schleimhäute kommen und einfach stark brennen. Die sind nicht giftig, aber rein mechanisch ist das unangenehm. Und sonst sind die Tore aber auch ganz wichtig für die Orientierung. Also Spinnen die leben eigentlich in einer Vibrationswelt, wo es feinste Luftbewegungen, Vibrationen, auch Bewegungen natürlich am Boden können wahrnehmen können. Und so sich eigentlich ein Bild machen von der Umgebung und der Umwelt. Ja, Vibrationen, das ist gerade ein gutes Stichwort. Wir können das hier mal zeigen anhand von diesen Seilen hier in der Seilerei, innen, wo wir heute sind, wo hier gespannt sind. Weil auch im Netz haben die Hörli ganz eine wichtige Funktion. Genau, ich schaue dass mal, da genau, dass sie hier bleibt, die liebe Sophie. Das ist so, natürlich. Ja. Also da werden auch feinste Vibrationen beim Aufprall von einem Beutetier natürlich übertragen dann auf die Spinne, wo sie genau orten im Netz, wo was passiert ist. Beute im Netz aufspüren, das funktioniert vor allem dann über die Fäden. Das kann durchaus auch vielleicht ein möglicher Partner sein. Also auch so in der Fortpflanzungsphase spielt das Netz eine Rolle, wenn die meistens munzig kleinen Männchen dann probieren, zum Weibchen vorzudringen, dass sie dann das erste Mal auch so ein bisschen klimpern am Netz, am Faden. Und ein Signal aussendet und dann schaut, wie das Weibli reagiert. Und das ritualisiert natürlich. Also wenn sie dann paarungswillig ist, dann fängt sie dann auch an, so ein bisschen Gegentöne zu erzeugen. Und wenn das synchron verläuft, dann ist eigentlich auch okay, dass sich das Männchen dann nähert. Mhm. Also quasi ein Liebesspiel auf der Spinnenseite. Das ist etwa so. Ja, und Spinnennetz, das ist ganz zentral für die Spinnen. Natürlich auch, wenn es darum geht, sich Futter zu beschaffen. Und das ist dann sozusagen ein Networking, um die ersten Kontakte zum Opfer zu knüpfen. Das Spinnennetz. Eines der schönsten und mysteriösesten Konstrukte in der Natur. Wie genau kommt ein solches Netz zustande? Spezialkameras halten die Arbeit dieser kleinen Kreuzspinne minutiös fest. Sie beginnt mit einem ersten Strang Seide, den sie in die Weite entlässt. Dieser trifft auf ein anderes Blatt. Der Anfang eines neuen Netzes. An diesem ersten Faden krabbelt die Spinne hinunter, etwa in die Mitte. Dann beginnt sie mit einem zweiten Strang ein Y zu formen. Es folgen ein paar dicke Fäden, wie die Speichen eines Rades, um das Ganze zu fixieren. Grobe Querfäden helfen, das Netz zu stabilisieren. Und dann folgt der wichtigste Teil. Entlang dieser groben Struktur baut die Spinne ein engeres Netz aus klebriger Seide. Sie baut ein perfektes Rundnetz. In weniger als einer Stunde. Und dieses Netz hat es in sich. Wissenschaftler haben herausgefunden, statisch aufgeladene Objekte und ein Spinnennetz ziehen sich förmlich an.
Der Forscher will es genauer wissen und lädt sich selbst elektrostatisch auf. Und er entdeckt dabei einen verblüffenden Effekt am Spinnennetz. Very cool. That really is cool now. Man kann sehen, wie das Netz versucht, mich einzufangen. Das ist unglaublich. Das müsste ja auch mit einer geladenen Fliege funktionieren. Zusammen mit der Fliege nochmals aufladen und... There it goes. Jump straight in. Denn alle fliegenden Insekten generieren statische Elektrizität, wenn sie mit den Flügeln schlagen. Das verpasst ihnen eine kleine Ladung. Die klebrige Seide ist ebenfalls geladen und zieht die Insekten förmlich an. Noch heute ist unklar, wie aus der Flüssigkeit überhaupt ein Faden wird. Im Vergleich ist Spinnenseide nämlich 5-mal stärker als Stahl und dabei hochelastisch. Spinnen können sogar unterschiedliche Arten von Seide produzieren. Starke und widerstandsfähige Fäden fürs Netz, die sie auch schon mal als Rettungsleine benutzen. Oder speziell weiche Seide, um den Nachwuchs zu schützen. Bis hin zu besonders klebriger Seide, um die Enden beim Netzbau zu verankern. Weil Spinnen trotz ihrer 8 Augen schlecht sehen und fast taub sind, müssen sie sich auf ihr Gespür verlassen. Selbst Beute in ihrer unmittelbaren Nähe bemerkt eine Spinne nicht. Bis sie sich bewegt. Die feinen Härchen der Spinne registrieren jede Luftveränderung oder Bewegung. Die Spinne horcht sozusagen mit allen 8 Beinen an ihrem Netz. Zielgenau weiß sie so, wo sich ihre Beute befindet. Dann kommt die Ernte. Einige Spinnen beißen ihre Gefangenen direkt, wie die Hausspinne. Weniger kräftige Spinnen wie die Kreuzspinne wickeln ihre Opfer eng und effektiv ein, sodass sie sich nicht mehr bewegen können. Erst dann wird gefressen. Die Kreuzspinne zerteilt die Fliege mit ihren Zähnen und übergießt sie mit zersetzendem Saft. Die Enzyme brechen das Innere der Fliege auf. Spinnen fressen also nicht, sie trinken ihre Opfer. Wenn es ums Opfer austrinken geht, dann wird Spinnenphobiker wie mir schon viel wohler. Nein, natürlich hilft es, je mehr ich über die Spinne weiss, desto einfacher wird es, die Spinnenphobie loszuwerden. Zusammen mit dem Samuel Furrer. Ich bin bereit fürs nächste Level, würde ich sagen. Sehr gut. Nächste Level wäre dann mal etwas anlängen. Oder? Jetzt haben wir Bilder angeschaut. Wie ist es Ihnen da so gegangen? Ja, ich muss sagen, es hat also ein Exemplar da drin, das ich schwierig finde, um so dicke Beine auf einmal doch zu berühren. Ja, genau. Und darum habe ich heute hier von der Sophie, weil sie einfach farblich auch doch durchaus ansprechend. Also das, was übrig bleibt, wenn sie sich gehütet hat, die Haut. Die Haut, genau. Die Haut ist ja so ein Panzer an und für sich, wo alle Beine und der Vorderkörper drin beinhaltet ist, wo aus einem festen Chitinpanzer besteht und der wächst nicht. Also müssen alle Spinnen zum grösser werden, zum Wachsen müssen sie sich hüten. Ist das normal, dass mich jetzt nur schon von dieser leblosen Haut gruset? Oder was sind so die Reaktionen in Ihren Kursen? Also das ist absolut normal, weil die Haut ja jetzt auch so spinnenähnlich aussieht. Das ist nicht natürlich. Natürlicherweise ist das eine Haut, die abgestreift wird und dann völlig so ein Knäuel ist und keine Bedeutung hat für die Spinne. Relativ schnell verkehrt. Und mehr, wenn jetzt die Vogelspinne gehütet hat, am Morgen ist die abgehütete Haut auch noch ein bisschen weich natürlich, und dann kann man sie so präparieren. Okay, gut, ich probiere es jetzt einfach. Ja, sicher, klar. Ich bin so... ein Gisshaus irgendwie, das ist echt grusig. Das ist extrem, oder? Es ist mega noch schlimm, dass ich mich nicht überwinden kann. Das ist nicht schlimm, das ist ganz typisch. Das sind die wenigen Millimeter, die jetzt noch fehlen. Und wenn man es dann mal geschafft hat, dann spürt man es natürlich gerade. Hat ein bisschen, hat zum Teil dann auch Reaktionen, die man nicht kontrollieren kann. Was sind denn so die Reaktionen, die Sie schon erlebt haben? Von brüllen oder geissen oder verzittern oder gar nichts mehr sagen. Das kann man nicht voraussehen. Cool, ich berühre sie.
Okay, okay. Ist fein, oder? Ja, ich spüre es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich so Angst habe im Moment. Ich muss eben sagen, die Beine finde ich am grusigsten. Mhm. Also nicht, ich finde es ein faszinierendes Tier, aber es ekelt mich komisch. Vorher haben wir ja gesehen, dass die Hörli bei den Füßen so fein sind. Das ist wie ein Weidenkätzchen da, wenn man das anlenkt. Okay, gut, das ist fast so ein bisschen, klebt fast ein bisschen extrem fein. Das ist voll nicht so schlimm. Das spürt man auch. Aber dass nur schon so etwas schwierig ist. Wir können da mal probieren, also auf die Hand zu nehmen. Okay, wenn Sie sie herlegen. Und Sie können jederzeit sagen, wegnehmen, oder? Dann nehme ich sie weg. Aber das ist natürlich schon Stufe 2b. Ja, super. Schön. Ist gut, oder? Ja. Ich bin noch nicht weggerannt. Wir haben ja eigentlich alle Türen extra offen lassen. Ja, das ist auch Fluchtweg muss klar definiert sein von Anfang an. Ja. Und was ist das für ein Gefühl? Es ist jetzt nicht ganz super. Mhm. Aber total okay. Jetzt haben wir es mal noch weg und nachher probieren wir es noch einmal. Wieso interessieren Sie sich für Spinnen? Wieso sind Sie Spinnenforscher oder Experte geworden und nicht irgendwie von einem herzigen Tier? Von einem Faultier, Katz, Hund, Delfin? Ja, ich finde sie einfach extrem faszinierend. Die ganze Spinnenverwandtschaft. Und also die Vorstellung, dass die irgendwie schon von 300, 400 Millionen Jahren dass die gegeben hat und eigentlich fast unverändert geblieben sind, wie sie einfach so ja, perfekt angepasst sind an die jeweiligen Lebensräume. Und die Fähigkeiten, die sie haben, mit diesen Wahrnehmungsorganen und Sinnesorganen, was sich in einer ganz anderen Welt sich eigentlich bewegt. Und mich gruselt es nur schon bei der Haut anzulangen. Aber vielleicht könnten wir uns dem Teil widmen, der schön muss sein, auch bei den Spinnen, nämlich dem Sex. Nicht ganz, Frau Hönnecker, denn der Spinnensex ist so etwas wie ein ständiger Tanz auf Messerschneide. Vor allem für das Männchen, das meist viel kleiner ist und immer aufpassen muss, nicht plötzlich zur Fressbeute seiner Braut zu werden. Die Forscher wollen die Spinnenpaarung dokumentieren und setzen dazu einige Weibchen im Schlafzimmer aus. Danach holen sie die Männchen und schauen, was passiert. Einer, der dieses seltsame Paarungs- und Fortpflanzungsspiel kennt, ist der Spinnenexperte Karim Wahed von der Universität Derby. Hier wird ein Fettspinnenmännchen ausgesetzt. Das Weibchen ist bereits da. Sie ist wesentlich größer und dicker als er. Sieht so aus, als würde er direkt auf sie zugehen. Oh, das ist Aggression, oder? Ja, sie ist im Moment sehr aggressiv. Ich glaube, er hat sich zu wenig um sie bemüht. So geht kein Gentleman vor, kein subtiles Vorgehen. Das muss er besser machen. Sie ist überhaupt nicht beeindruckt von ihm. Das Vorspiel ist also wichtig bei Spinnen. Die Kameras haben einige der seltsamen Rituale bei der Brautwerbung eingefangen. Die Protagonisten sind das Männchen der Seidenspinne und das Hausspinnenmännchen. Der Seidenspinner beginnt oft damit, am Netz des Weibchens herumzuklimpern. Das Hausspinnenmännchen kündigt sich dem Weibchen an, indem es mit dem Hinterteil klopft. Wenn sie nicht angreift, wagt er sich näher ran. Doch auch die perfektesten Bewegungen garantieren nicht, dass es zum Akt kommt. Zeit für die beiden, eine willigere Braut zu finden. Bei einigen Spinnen ist die Brautwerbung verblüffend ausgeprägt, wie bei den Springspinnen, die zudem sehr gut sehen können. Hier will das Männchen optisch die Aufmerksamkeit der Braut auf sich ziehen. Das schillerndste Exemplar, die australische Pfauenspinne. Ihr Balztanz ist eine Augenweide.
Doch auch die ausgefallenste Choreografie allein garantiert noch keinen Erfolg. Dieses Fettspinnenmännchen hat schon etwas mehr Glück. Das Weibchen scheint empfänglich zu sein. Aber der Akt der Paarung ist bei Spinnen sehr speziell. Wir müssen unsere Vorstellung von Sex komplett überdenken in Bezug auf Spinnen. Die Männchen haben keinen Penis, sondern kleine Vorderbeinchen, die wie Spritzen funktionieren. Das Männchen muss diese zuerst mit Spermien füllen und sie dann dem Weibchen einsetzen. Die Spermien spritzt er mit seinen Vorderbeinchen in die Fortpflanzungsöffnungen des Weibchens, die sich direkt unterhalb ihres Hinterteils befinden. Für einmal sind hier ganz nahe Bilder vom Spinnenpaarungsakt gelungen. Das Weibchen kann die Spermien bis zu 2 Jahre speichern, um daraus immer wieder neue Eier zu befruchten. Das Männchen jedoch wird seine Nachkommen kaum sehen. So will es die Spinnennatur. Das Weibchen hat einen Kokon aus weicher Seide angefertigt. In diesen legt es ihre Eier ab. Bei der Fettspinne können das bis zu 100 Stück sein. Die weiche Seide schützt die Eier vor Fressfeinden und reguliert gleichzeitig Temperatur und Feuchtigkeit im Inneren des Nests. Ähnlich sieht auch das Nest bei der Hausspinne aus, meist noch mit Essensresten der Mutter dekoriert. Das Zitterspinnenweibchen trägt ihre Eier gar mit sich herum, zwischen ihren Zähnen. Einige Tage später schlüpfen Dutzende Jungspinnen. Das Nest der Fettspinne ist praktisch durchsichtig, die Jungen krabbeln langsam ans Tageslicht. Sie bleiben mehrere Tage lang nah beim Nest der Mutter. Dann brechen sie auf ins eigene Leben. Die Zitterspinne hat die Jungen gar noch näher bei sich. Sie trägt sie auch dann noch herum, wenn sie schon geschlüpft sind. Alle Spinnen durchlaufen von Anfang an einen außerordentlichen physischen Prozess. Sie müssen sich während des Wachstums mehrmals häuten. Und dieser Prozess beginnt bereits im Ei. Anders als Wirbeltiere haben Spinnen kein Skelett in ihrem Körper. Sie besitzen ein sogenanntes Exoskelett. Das Äußere ihres Körpers ist von einer harten, steifen Schale umgeben. Um zu wachsen, müssen sie ihre äußere Haut abstreifen. Spinnen können sich bis zu 12-mal häuten, bevor sie ausgewachsen sind. Das ist ein kraftraubender und gefährlicher Prozess. Nicht selten beenden Spinnen eine Häutung mit weniger Beinen als zuvor. Direkt danach erhöht die Spinne den Druck in ihrem Körper, um ihr neues, noch weiches Exoskelett auszufüllen. Es härtet schnell aus, bis ihr auch diese Haut wieder zu eng wird. Und schon die Kleinsten wissen, mit welchem akrobatischen Trick sie in der Welt vorwärts kommen. Sie suchen sich einen exponierten Ort, recken ihr Hinterteil in die Luft und setzen einen Spritzer Seide ab. Dann warten sie darauf, dass der Wind sie mitnimmt. Sie können so in mehrere hundert Meter Höhe gelangen und dadurch weite Strecken zurücklegen. Und kaum sind die Kleinen gross, haben sie auch eine dunkle Seite. Von Konflikt über Kannibalismus bis hin zu kaltblütigen Killern. Und in einer der Hauptrollen ist hier eine Spinne,
die sie ganz sicher auch ziemlich häufig zu Hause haben. Die Rede ist von ihr hier, dieser Dünnen, die aussieht, als könne sie keiner Fliege etwas zuleide tun. Die Zitterspinne, die dem Zimmermann ähnlich sieht, ist eine weit verbreitete Spinne und in fast jedem Haus zu finden. Weil sie ursprünglich aus den Tropen stammt, hat sie es gerne warm. Vor allem unserem Winter will sie möglichst aus dem Weg gehen. Sie sieht filigran aus mit ihren langen Beinen. Und diese Stelzen sind zugleich ihre beste Waffe. Denn damit wickelt sie ihre Beute in Seide ein. Und weil die Beine so lang sind, ist ihr Körper stets mit genügend Abstand geschützt. Darum lässt sie sich Zeit. Erst wenn sie ihr Opfer komplett eingewickelt hat, versetzt sie ihm den tödlichen Biss. Und mit ihren langen Beinen beherrscht sie noch einen weiteren faszinierenden Trick. Wenn man die Zitterspinne oder ihr Netz berührt, beginnt sie zu kreiseln. Das kann von einigen Sekunden bis zu 2 Stunden dauern. Damit will sie für andere Spinnen oder Angreifer weniger gut fassbar werden. Vor allem für Spinnen, die gut sehen und sie ins Visier nehmen wollen. Wie die Springspinne. Sie kann bis zu 30 cm weit scharf sehen. Einzigartig in der Spinnenwelt. Vor ihr müssten sich dünne Jäger wie Zitterspinnen oder Zimmermänner in Acht nehmen. Denn sie kann zudem weit springen. Nämlich bis zum 25-fachen ihrer Körperlänge. Aber abgesehen davon wäre es falsch anzunehmen, filigrane Spinnen seien Feiglinge, wenn es ums Kämpfen geht. Ganz im Gegenteil. Die Zitterspinne nimmt es sogar mit Spinnen auf, die größer sind als sie. Das muss diese Hausspinne am eigenen Leib erfahren. Nichtsahnend steuert sie in ihr Territorium. Schließlich sieht sie kaum bedrohlich aus. Aber sie ist sozusagen der Ninja unter den Spinnen. Blitzschnell greift sie an und schnappt sich ein Hinterbein des Eindringlings. In Sekunden klebt sie es mit ihrer Seide fest. Einmal angefangen, wird die Zitterspinne versuchen, immer ein bisschen mehr von ihrem Feind einzuwickeln. Aber bevor sie ihren Job beenden kann, befreit sich die Hausspinne aus ihren Fängen. Eine letzte Drohgebärde. Und die Hausspinne macht sich davon. Diesmal hat sie Glück gehabt. Die Zitterspinne ist eine effiziente Jägerin, obwohl sie als eine der wenigen Spinnenarten auch ihresgleichen in der Nähe toleriert. Denn sonst ist die Welt der Spinnen wenig sozial. Wer das Revier eines anderen stört, ist meist einem Kampf auf Leben und Tod ausgesetzt. Und nicht selten fressen sich Spinnen gegenseitig. Kannibalismus ist hier durchaus normal. Ich gebe es zu, das waren jetzt vielleicht ein bisschen ungünstige Bilder im Hinblick auf das, was jetzt
auf dich zukommt. Ausgerechnet Zimmermann. Das sind die einzigen, die ich bis jetzt keine Angst hatte. Aber ich muss jetzt auch keinen Zimmermann in die Hand nehmen, sondern nur eine Vogelspinne. So. Samuel Fuhrer. Genau. Letzte Anweisungen, bevor ich es vielleicht wage. Ja, also. Wir sehen jetzt schon, wie es am besten geht. Mit beiden Händen, wie es Tobias macht. Händen so, möglichst flach. Es kann sein, dass sie sich ein bisschen bewegt, wie jetzt. Oder auch, dass sie dann ganz ruhig ist. Wichtig ist, dass sie in der Zeit auch können sagen können, wenn es nicht geht, oder, dann nehme ich sie weg. Das ist kein Problem. Mhm. Und man sieht jetzt, sie ist sehr ruhig. Wirkt auch überhaupt nicht, nein, wirkt gar nicht aufgeregt. Das bleibt sie so. Und einfach daran denken, auch ruhig probieren zu schnaufen. Weil sie mit ihren Hörchen uns natürlich spürt, wenn wir stark ausschnaufen oder sogar wenn wir sie anschnaufen. Und dann können sie im dümmsten Fall verschrecken. Ja, das aber nicht aufhören schnaufen. Das ist jetzt nicht aufhören schnaufen. Ich wollte sagen, ich habe gerade einen Schnauf drin wie ein Staubbläser. Darum wird es jetzt ein bisschen schwierig. Meine Knie sind ziemlich schlottrig, aber ja, ich muss jetzt das irgendwie probieren, sonst kann ich es ja nie mehr probieren. Was man auch kann, einfach jetzt vorne einmal Beine anlängen finden, das geht auch. Hat sie jetzt gerade dünn gemacht? Ich meinte es nicht, nein. Ich habe es nicht gehört. Fangen wir mal an mit den Beinen, die sind im Fall so weich, da bist du sehr überrascht. Mann. Ganz ruhig und probieren. Und immer ein bisschen näher rennen und wieder zurück. Vielleicht näher. Hilft es, wenn ich mit ihr rede. Sophie, ich lange dich jetzt an. Du kannst easy bleiben. Super. Okay. Es geht ja. Oh, das ist ja schön. Sag ja. Ich habe einfach Schiss. Es passieren kann nichts, oder? Ja. Ihnen kann nichts passieren, sie werden nicht ohnmächtig oder gehen um. Oder, Also die Spinnen oder ich? Nein, sie. Gut. Die Spinnen, die merkt gar nicht viel, dass da okay. Nicht zu ist. Was steht. Mir eben mehr Schiss macht, ist, schaut sie mich jetzt gerade an? Ja. Sie schaut in unsere Richtung. Okay. Ah, oi. Sie reicht dir schon. Mir macht das Füdli einfach Schiss. Oder? Das ist einfach. Findet sie, ich wäre jetzt parat? Das kann ich nicht wissen. Das müssen Sie wissen. Wir können es probieren. Ja? Okay. Easy bleiben. Nicht ausschnaufen. Gut. Wenn ich. Ich sollte nachher natürlich nicht wegziehen, weil es wäre ein bisschen. Ich behalte sie so auch. Ich tue sie langsam auf die Hand und hebe sie noch ein bisschen. Und wenn es geht, ist okay. Und sonst nehme ich sie weg. Okay, gut. Sie bestimmen da den Rhythmus. Voilà. Okay. Mega schöne Beine. Ich rede mir jetzt ein bisschen schön. Mega schöne Beine, mega schöne Beine. Sie haben mega schöne Beine. Ganz Beine. Oh Gott. Wow. Eine Spinne. Wie 80 der Kätzchen, oder? Jetzt kommt sie auch noch zu mir rauf. Und wie geht's? Ja, sie mag sie ja. Super, es geht mir sensationell. Oh. Ja, ist aber noch schön. Jetzt machen wir es doch noch einmal. Ja. Jetzt zögere ich nicht einmal mehr. Nein, es ist echt schön. Es ist wirklich schön. Es ist wirklich wie ein Seidenkätzchenbaum. Also mir läuft Gefahr, dass man sich könnte sie verlieben. Ja. Nach dem dritten Mal. Ich weiss jetzt nicht, ob das gerade Liebe ist. Ja, aber super. Aber mal ein erstes Tête-à-Tête, das ziemlich gut kann. Achtung, ich klopfe sie mal auf. Ist gut. Voilà, ganz allein. Mann, ist das ein sensationelles Erlebnis. Und ich muss zugeben, ich finde es sogar schön. Also sie. Ich würde jetzt High Five mit euch machen, wenn ich lieber nicht ich bin so stolz. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Spinne anlange. Ich habe das noch nie gemacht in meinem ganzen Leben. Ja, gratulieren, das war super. Grossartig. Ja, ich bin mega Der Fridolin.
Weil die finde ich echt schlimmer. Ist das auch normal, dass die meisten Leute eher von diesen Brümmerli? Absolut, ja. Weil da ist man natürlich konfrontiert häufig, oder? Die sind im Keller oder in der Werkstatt oder in der Wäschküche sind die Jungen. Grausiger, wenn ich es so sagen darf. Wenn man sich ein bisschen näher anschaut, dann sieht man, dass die auch behaart ist. Dass die auch hinten auf dem Hinterleib ein schönes Muster hat. Okay, und sie ist schnell. Sie kann am Anfang ein bisschen schneller sein, natürlich. Und sie ist also effektiv auf der Hand fast gleich angenehm oder gleich angenehm wie Sophie. Okay. Ganz ein feines Täbeln. Probieren wir. Ja, wenn wir es so machen, sie läuft von meiner Hand in ihre Hand. Ich kann sie nicht behalten. Und ich mache die Augen ein bisschen zu, weil ich einfach das ein bisschen komisch finde. Okay, gut. Hoi. Sie ist über dich raus. Voilà. Jetzt schnell warten und dann gerade noch eines. Es wird immer einfacher. Ich sehe dich schon Spinnen retten bei dir daheim. Nein, voll nicht. Aber es ist wirklich auch nicht schlimm, natürlich. Und jetzt sei denn fein. Nein, ist mitschauen. He? Gut. Genau. Augen auf. Okay. Extrem, oder? Super. Ich finde es sogar langsam bezaubernd. Ich bleibe in Schissas. Der Fridolin ist ein bisschen verschrocken. Ja, und das bleibt, sorry Fridolin, das bleibt eine Fernbeziehung zwischen der Spinne und mir. Danke vielmals. Sehr gerne. Samuel, vor, dass Sie da waren und vor allem, dass Sie mir die Angst ein Riesenstück genommen haben. Das machen wir gerne. Ja, und wir spinnen den Faden von der heutigen Sendung weiter, und zwar im Netz auf srf.ch/wissen auf unserer Wissensplattform. Dort haben wir unter anderem ein Special mit verschiedenen Spinnenarten aus der Schweiz für Sie. Und hier auf dem Sender geht es jetzt weiter mit Eschbacher. Zuerst jetzt aber Kollegen von CVC mit Aktuellem vom Tag. Ja, und von unserer Seite jetzt recht einen schönen Abend und eine gute Nacht. Hoffentlich ohne Spinnen im Zimmer. Und sonst könnt ihr euch rausholen. Mit Sicherheit. Ade miteinander. Ade. Hast du sogar den Zimmermann, den Tauschspinnen auf der Hand gehabt?